Let's cultivate our motivation. So with an awareness that our actions, our present actions, create the causes for future experiences, then let's cultivate the intention for our present actions to be ones motivated by wisdom, by kindness and compassion, and to abandon actions motivated by ignorance, anger and attachment. Und dann richten wir unsere Motivation aus, wir machen uns bewusst, dass unsere gegenwärtigen Handlungen die Grundlage, die Ursachen sind für unsere Erfahrungen in der Zukunft. Und wir fassen die Absicht, die Intention, dass unsere Handlungen jetzt getrieben sein sollen oder motiviert sein sollen von Weisheit, von Liebe und Mitgefühl. Und dass wir Handlungen aufgeben wollen, die motiviert sind von Unwissenheit, Anhaftung und Zorn. In order to direct our mind in this way, by practicing virtue and abandoning non-virtue, we first have to be able to discern what is virtuous, what is non-virtuous. And having discerned it, then to be very mindful of that, so that we observe our actions and regulate our actions according to that understanding. Und um uns in diese Richtung zu bewegen, müssen wir zunächst einmal in der Lage sein, korrekt zu unterscheiden, was heilsam und was unheilsam ist, welche Handlungen heilsam, welche Handlungen unheilsamer sind. Und wenn wir das dann wissen, dann sollten wir achtsam sein, uns beobachten und entsprechend unsere Handlungen beobachten oder auch entsprechend uns richtig steuern, unsere Handlungen steuern, regulieren. And the best motivation to have is one of bodhicitta, aspiring for full awakening, so that we can work most effectively to benefit sentient beings. And so let's cultivate that motivation as our reason for sharing the day together today in this very wonderful way. Die beste Motivation, die man fassen kann, das ist die Motivation von Bodhicitta, dem Erleuchtungsgeist, und eben die Fähigkeit zu erlangen, auf die beste und effizienteste und effektivste Art und Weise zum Nutzen der Lebewesen zu handeln und zu arbeiten. Und wir wollen diese Motivation von Bodhicitta eben auch fassen als Motivation dafür, dass wir hier gemeinsam diesen Tag verbringen. So last night I gave you some examples from my own life of how I thought how actions I did out of ignorance created a lot of non-virtuous karma, even though I thought the actions were good. Gestern Abend habe ich euch ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben genannt. Beispiele für Handlungen, die unheilsam waren, obwohl ich zu dem Zeitpunkt der Meinung war, dass sie gut waren, dass sie okay waren. Yeah, and so that's precisely why in the motivation I mentioned, first we really have to learn to differentiate virtue from non-virtue, because if we don't learn that, we may very easily think that non-virtuous things are virtuous. Und das ist der Grund, weshalb ich das gerade in der Motivation erwähnt habe, dass wir erst einmal lernen müssen zu unterscheiden, korrekt zu unterscheiden, was heilsam und was unheilsam ist. Denn wenn wir das nicht wissen, dann ist es halt sehr leicht, dahin zu kommen, dass man unheilsame Handlungen für gut hält. Yeah. I'm sure Donald Trump in threatening North Korea and Kim Jong-un threatening America, I think they both probably think what they're doing is good and virtuous, and actually they're creating a ton of negative karma. So this is really quite pertinent to our lives. It's not some kind of abstract principle.
Und wie wichtig das für unser Leben, für unser tägliches Leben, wie sehr das unser tägliches Leben beeinflusst, kann man daran sehen, dass wahrscheinlich Donald Trump und auch Kim Jong-il dann beide für ihre Länder sich gegenseitig bedrohen mit Krieg und mit Waffengewalt und wahrscheinlich völlig überzeugt davon sind, das Richtige und etwas Gutes zu tun und in Wirklichkeit jede Menge negatives Karma anhäufen. Ja, but just learning about karma is only the beginning. Yeah, then we have to apply mindfulness, which means remembering what is virtue, what is non-virtue, remembering the precepts we've taken. And to do that throughout the day, to keep our mind on track, on a virtuous direction. Aber erst einmal so intellektuell über Karma zu lernen und darüber zu lernen, was heilsam, was unheilsam ist, das kann nur der Anfang sein. Das ist nur der Anfang. Denn dann geht es darum, die Achtsamkeit im täglichen Leben zu bewahren, sich daran zu erinnern, welche Handlungen heilsam sind, welche unheilsam sind, uns an die Gelübde zu erinnern, die wir vielleicht genommen haben und den ganzen Tag über unseren Geist auf Linie zu halten mit dieser Achtsamkeit. So nowadays the word mindfulness is the big buzzword, isn't it? Everybody wants to be mindful. But my observation is that many of the people who throw around the term mindfulness really don't know what it means in a Buddhist context. Und heutzutage ist ja das Wort Achtsamkeit so ein richtiges Modewort geworden. Und das wird überall erwähnt, überall angewandt. Wobei aber meine Beobachtung ist, dass die Leute, die mit diesem Ausdruck so viel herumschmeißen, irgendwie nicht wirklich wissen, was Achtsamkeit im buddhistischen Zusammenhang eigentlich bedeutet. Yeah, so it's not simply bare attention to whatever is going on in our mind or whatever we're doing. Es hat nicht nur damit zu tun, immer nur darauf zu achten, was gerade in unserem Geist vor sich geht. Because we can have bare attention and a lot of awareness while creating non-virtue. Weil wir auch sehr konzentriert und sehr achtsam sind auf Dinge, die wir tun, die eigentlich unheilsam sind, die Negatives bewirken. Yeah. I am aware of seeing somebody with an angry face speak loud words and criticize me. I am aware that my face is getting flush and my palms sweaty and I'm getting fidgety. I'm aware of opening my mouth and screaming at the other person. I'm aware of feeling very satisfied that I hurt that other person's feelings. That passes as mindfulness? Come on. Also ich bin zum Beispiel sehr, sehr, also achtsam oder mir ist sehr bewusst, wenn wir über Bewusstseinsmachung reden. Mir ist bewusst, dass da jemand vor mir steht, der wütend ist, der ein zornverzerrtes Gesicht hat, der mich kritisiert. Ich bin mir dessen bewusst, dass ich rot im Gesicht werde, dass meine Handflächen zu schwitzen beginnen, dass mein Puls zu rasen beginnt. Ich bin mir dessen bewusst, dass sich mein Mund öffnet und ich diese Person anschreie und bin mir auch dessen bewusst, dass ich mich danach dann so richtig gut fühle und zufrieden fühle, dass ich die Gefühle dieser Person dann verletzt habe und so richtig das gegeben habe der Person. Und das hat ja alles nichts mit Achtsamkeit zu tun. Ja. I am aware of the thought arising in my mind that I would like more money. I'm aware at my job as the bookkeeper in the company of changing the number in the books. Yeah. I'm aware of taking that extra money from changing the number in the books out of the cash drawer and putting it in my pocket. I'm very mindful, right? Yes. Also man kann auch sehr, sehr achtsam dabei sein, dass ich auf den Gedanken Achtsamkeit, auf den Gedanken entwickeln, dass ich mehr Geld haben möchte.
dass ich sehr achtsam dabei bin, wenn ich der Buchhalter in einer Firma, dass ich dann Zahlen für Creative Accounting, dass ich dann eine Bookkeeper changing the number. You change the number. Kreative Buchführung, wie man so schön sagt. Take the extra out of here. Hier ein paar Zahlen verschwinden lassen, da ein paar Zahlen verschwinden und dann das Geld in die eigene Tasche stecke. Dabei haben wir jede Menge Achtsamkeit auf solche Handlungen. Okay. So, you know, it's observing karma and its effects is actually quite a profound practice. You know, it may come, or it's introduced to us towards the beginning of the Lamrim. But as we progress through all the stages in the Lamrim, karma and its effects as a topic comes up again and again and again. It's very, very important. Und das Beobachten, das Studieren von Ursache und Wirkung, von Karma und seinen Resultaten, das ist eine sehr tiefgehende, eine sehr tiefgründige Praxis. Und deshalb kommt diese Praxis auch schon am Beginn des Lamrim, des Stufenwegs zur Erleuchtung. Und dort werden wir damit das erste Mal vertraut gemacht, aber dafür, dass sie dann auf den weiteren Stufen immer und immer wieder kommt. Also es ist sehr, sehr wichtig, eine sehr wichtige Praxis. Yeah, so we shouldn't just think, oh, I've heard about karma so many times. It's an initial practice. I want to study Tantra now, because I'm an advanced practitioner. Also wir sollten dann nicht denken, ach, jetzt habe ich schon so viel über Karma gehört und das ist ja nur eine einführende Praxis im ersten Teil des Lamrim sozusagen und jetzt habe ich da genug von gehört und jetzt möchte ich Tantra praktizieren, bitteschön. Yeah, because we want to do any of the higher practices, we have to do it imbued with an understanding of karma and its effects. Yeah, otherwise it's just Mickey Mouse what we're doing. Yeah. Für jede höherstehende oder fortgeschrittene Praxis, die wir ausführen wollen, müssen wir auf jeden Fall ein tiefes Verständnis von Karma notwendig, weil sonst ist das ja Mickey Mouse Praxis. Also, yeah, you have Mickey Mouse in German, don't you? Yeah. 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 Okay. Yeah. Because then what happens is basically we're visualizing ourselves as Mickey Mouse. Yeah. Das ist dann so, wie wenn wir uns als Mickey Mouse visualisieren. Yeah, and our mantra is MICKEYMOUSE. And, you know, that's basically what we're doing. We have no understanding of the principles of Tantra because we've just neglected to understand karma and its effects. Ohne das haben wir einfach überhaupt kein Verständnis der Praxis, können wir gar kein Verständnis der Praxis entwickeln, weil wir solche Sachen wie Karma und seine Auswirkungen nicht verstanden und nicht verinnerlicht haben. Yeah. Oh, you missed the part about the mantra. Yeah. Should I? You visualize yourself with two big ears. Yeah. Embracing your consort, Minnie Mouse. Is that the song of the Mickey Mouse Club, what you recited? Huh? Is that the song of the Mickey Mouse Club, or what was that? Yeah. Yeah, okay. Yeah. Also then your mantra, you know, MICKEYMOUSE. We know that mantra, don't we? Yeah. Also, dass man quasi den Namen dann immer buchstabiert als Mantra dann von Mickey Mouse, das ist dann. Yeah. Und man visualisiert sich mit den großen Ohren und so. Okay. So, we'll continue with Wheel of Sharp Weapons, delving into karma. And I must say that Dharmarakshita is ruthless in exposing our faults and our hypocrisy. Yeah. Everything that in ourselves that we don't want to look at, he writes about in the book. Dann fahren wir jetzt mit dem Rat der scharfen Waffen fort und ich muss sagen, Dharmarakshita ist da völlig rücksichtslos in dem Text.
unsere Fehler, unsere Fehler offenzulegen, auch unsere Heuchelei offenzulegen und alles, worüber wir eigentlich nicht so gern konfrontiert werden, das spricht er alles in diesem Text an. Yeah, personally speaking, I like this approach very much. He's like Shantideva in that regard. He just tells it as it is and boing, hits your self-centered thought and makes it shake. Also ich persönlich mag diese Herangehensweise. Er ist da wie Shantideva. Also er spricht wirklich die Dinge knallhart an und konfrontiert einen dann knallhart damit und dann kriegt er uns ins Gesicht, drückt er uns das. Yeah. So he's not like, oh, you sweet Dharma practitioner. Oh, you're doing so well on the path to enlightenment. You're so beautiful. He's not like that. He says, look at your mind. You're such an idiot. You know, and you really got to change if you're going to avoid a bad rebirth and actualize your spiritual goals. So don't mess around anymore, kiddo. You know, he's quite direct. And personally speaking, I like that because it gets through to me. Yeah. Er schmiert uns da nicht Honig um den Mund und sagt, ach so, ihr lieben kleinen Dharma-Praktizierer, ihr seid alle so süß und ihr seid so lieb, wie ihr da auf dem Weg zur Erleuchtung praktiziert. Sondern er macht's knallhart. Er sagt, hier, schau dir deinen Geist an, du Idiot, und mach was. Und du musst was ändern und du musst was tun, um eine schlechte Wiedergeburt zu vermeiden. Du musst was tun, um deinen Geist zu korrigieren und nicht Mist bauen ständig, sondern da wirklich was tun. Und er ist da knallhart. Und das mag ich persönlich sehr gerne, weil es zu mir durchdringt. Okay. Let's do a few more verses here. Let's do 11. When I am tormented by extreme hunger and thirst, it is the weapon of destructive karma returning upon me for engaging in deception, theft, and miserly acts. From now on, I will take all hunger and thirst upon myself. Und mache ich jetzt noch ein paar Verse. Jetzt Vers 11. Wenn ich gequält werde von extremem Hunger und Durst, dann ist das die Waffe des negativen Karmas, das auf mich zurückfällt, weil ich beteiligt war oder mich Taten verübt habe, des Betrugs, des Diebstahls und auch der Handlungen aus Geiz. Von jetzt an will ich allen Hunger und allen Durst auf mich nehmen. So, here when it says being tormented by extreme hunger and thirst, it doesn't mean necessarily physical hunger and thirst. It can also mean mental hunger and thirst, when our mind is overcome by dissatisfaction. Wenn es hier heißt, extremer Hunger und Durst, dann ist das nicht notwendigerweise auf physischer Ebene, auf körperlicher Ebene gemeint, sondern auch auf mentaler Ebene, wenn wir von ganz starker Gier getrieben sind. Okay. We're very thirsty. In other words, we're craving things. I want this material possession. I want more money. I want somebody to love me. I want recognition in my job. Yeah. I want some fame. I want praise. I want this. I want that. The mind that is craving, that's hungry to get something from outside. Wenn wir von Durst sprechen, dann sprechen wir auch von Greifen und das Greifen nach Besitztümern, nach Geld. Wir greifen nach Liebe, wir verlangen nach Liebe, wir wollen Anerkennung, Ruhm, Lob, dieses Greifen nach diesen Besitztümern. Okay, so sometimes we have small hunger, small craving, like when you crave a certain kind of food. Yeah, you know that kind of craving? Yeah, and how, it's just something small, but boy, it can take over your mind. I really feel like eating this food and I don't have it in the house. You know, where can I get it? How can I get it? And the mind just becomes obsessed. Und manchmal, es gibt ja so kleine Arten des Verlangens.
zum Beispiel nach irgendeinem etwas zu essen, einer Kleinigkeit, einer kleinen Leckerei. Und so dieses kleine Verlangen, das kann so anwachsen und kann dann tatsächlich so den ganzen Geist einnehmen und dann wird man immer gieriger danach, wo kann ich das jetzt herbekommen, wo kriege ich das jetzt her? Und der ganze Geist kann davon, ja, kann geradezu obsessiv mit diesem Gedanken werden. Ja, yeah. I mean, just look at how people are with their smartphones and how much they look at their phones, how much they check Facebook, you know, there's a hunger there. For what? You know, something interesting is going to appear on my smartphone, you know. Nothing interesting has appeared so far, but something fantastic may appear, you know. And I'm hungry for the latest news, and need to look at my friends' Facebook pages so I can know what they ate for breakfast this morning. This is so important to me, you know? Yeah? Isn't this a good example of how we become obsessed with a hunger and thirst for something external? That's actually, what is it? You know, what are we getting out of it? Not much. Und ein Beispiel dafür, das sind unsere Smartphones. Wenn man das beobachtet, wie viel die Leute ihre Smartphones checken, zum Beispiel neue Posts bei Facebook, nach den neuesten Nachrichten gieren geradezu. Also dieser Gier, dieser Hunger, für was eigentlich? Also bisher ist da überhaupt noch nichts passiert, aber so dieses, das nächste Aufregende könnte ja schon gleich als nächstes kommen. Und so werden wir immer gieriger nach den letzten Neuigkeiten, den letzten Posts unserer Freunde, was die zum Frühstück hatten und sonst irgendwas. Und was bringt uns das eigentlich ab? Eigentlich nicht sehr viel. We're hungry for more money, aren't we? We never have enough. Do you know anybody who feels that they have enough money and financial security? Do you know anybody? A little bit more money would be good, wouldn't it? It certainly wouldn't be bad. So we hunger for more money, more possessions. Und es gibt auch den Hunger nach mehr Geld, nach mehr finanzieller Sicherheit. Es ist irgendwie nie genug. Und wer von uns kann schon sagen oder kann wirklich behaupten, dass er genug oder er sie genug Geld hat oder genug finanzielle Sicherheit? Nach dieser Hunger nach Besitztümern. Yeah, we hunger for praise. Yeah. You know, is it so hard? Can you just say something nice about me? Yeah. I really, you know, I need some praise. I need some kind words. I need some love. Auch der Hunger nach Lob, so ein bisschen der Hunger auch so nach Liebe und Anerkennung. So, kannst du nicht mal was Nettes über mich sagen, so ungefähr. So I'm not saying these things are bad. What I'm saying is the craving for them disturbs our mental peace. Okay, this is very important. The things themselves are not bad, but the craving for them completely makes us miserable, doesn't it? When you really look at your life, yeah? Ich will damit nicht sagen, dass diese Dinge, die ich gerade genannt habe, an sich schlecht sind. Das ist sehr wichtig, sondern was uns Probleme macht, was unseren Geist in Unruhe bringt und verstört, das ist die Gier nach diesen Dingen. Das ist wirklich wichtig zu unterscheiden. Diese Dinge an sich sind nicht schlecht, sondern es ist die Gier, das Greifen, das Verlangen danach, was uns Probleme bereitet. Yeah. Is the problem really that we don't have enough praise? Or is the problem that we crave so much praise and appreciation that no matter how much we get, we still feel empty inside. Which is the real problem? Ist das Problem, liegt das Problem wirklich darin, dass wir nicht genug gelobt werden? Oder liegt das Problem wirklich eher darin, dass wir so viel Lob wollen und ständig so gelobt werden wollen, dass wir eigentlich nie genug davon bekommen? Dass egal wie viel wir gelobt werden, immer diese, dass wir uns leer fühlen und dass es nie genug ist. Also
eher das Verlangen danach. And we're kind of, I don't know about you, but when my mind gets overwhelmed by craving, it's as if I'm, you know, this huge wave has crashed on top of me and I'm just drowning in it and I can't get myself out of it. Yeah. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so vom Verlangen überwältigt werde, wenn ich dieses starke Verlangen habe, dann ist das wie so eine große Welle, die über mich drüber schwappt und die ich zu ertrinken drohe in diesem Verlangen. Und da kann ich auch nicht raus in dem Moment. Okay. So whether we're tormented by physical hunger and thirst or mental hunger and thirst, Dharma Rakshita is telling us that it's the boomerang effect of actions we ourselves have done in the past, motivated by our self-centered thought and our self-grasping ignorance. Also ob es sich jetzt nun hier um physischen oder geistigen Hunger, mentalen Hunger und Durst handelt, das ist egal. Jedenfalls sagt Dharma Rakshita uns, das sind die eigenen Handlungen, die jetzt wieder auf uns zurückfallen. Handlungen, die wir begangen haben, aus dieser egozentrischen Sicht heraus und auch aus dieser Sicht, die nach Eigennatur greift. And what specifically have we done that created the cause for this? Deception, theft, miserly acts. Und was waren das speziell für Handlungen, die das verursacht haben? Das waren Handlungen der Täuschung, des Betrugs, Diebstahl und Handlungen aus Geiz. Yeah. Now, when we first read that, deception, theft, and miserly acts. Our first thing is, oh, I don't do that, but I sure know a lot of other people who do. Es ist die erste Reaktion, wenn wir das lesen, Täuschung, Betrug, Diebstahl und geizige Handlungen, dann denken wir oft so, ja, also ich mache das nicht, aber ich kenne genügend Leute, die das betrifft. Okay, but when we stop and think, yeah, deception, do we ever deceive people? Wenn wir das mal genauer überlegen und uns überlegen, Täuschung, Betrug, täuschen wir, haben wir jemals Leute getäuscht? Yeah, lying, Lügen, exaggerating, übertreiben. Yeah, sometimes when we tell stories, we exaggerate the details in the story to make it more exciting, so that, you know, people listen to us more. Manchmal, wenn wir Leuten was erzählen, dann übertreiben wir Einzelheiten in dieser Erzählung, um das interessanter zu machen, damit die Leute uns mehr zuhören. Yeah. Or you fill out an application for a job. Have you ever noticed on job applications, people seem near perfect? Yeah. They, you know, you read the requirements for the job and you just happen to have all of them. Yeah. Wenn man zum Beispiel eine Bewerbung auf eine Stelle ausfüllt, vielleicht ist das schon mal aufgefallen. Also Jobbewerber, die scheinen dann immer wirklich perfekte Menschen zu sein. Und es werden bestimmte Anforderungen für diese Stelle genannt. Und wie durch ein Wunder haben alle diese Leute diese Anforderungen. Yeah. And when we can't bring ourselves to, when it really becomes an outright lie to say we have those qualities, then what we say is, I'm a very quick learner. Ja. Und wenn wir bei so einer Bewerbung dann nicht gerade dann lügen wollen und dann wirklich eine Unwahrheit erzählen wollen, dann kommt dieser schöne Satz dann, ja, aber ich lerne sehr schnell. Also. Okay, so I'm a very quick learner is code for I don't have any idea what you're talking about. Also dieser Satz, ich lerne sehr schnell, ist dann also quasi nur ein Chiffre dafür, ich habe nicht die leiseste Ahnung, worüber wir reden. Ja. So, then miserly acts. There's so, you know, sometimes, yes, we are exceedingly generous. Other times, very miserly. Yeah. Also was die Handlungen aus Geiz angeht. Also es gibt schon Zeiten, wo wir so wahnsinnig großzügig sind. Aber es gibt eben auch Zeiten, wo wir so ganz geizig sind.
Yeah, I'll give you an example, an embarrassing example, as most of my examples are. Now, I don't know, here in Germany, do you have some paper clips that are metal and other paper clips that are kind of have plastic around them and they're in pretty different colors? Do you have those two kinds of paper clips? Also diese Büroklammern, die einfach nur aus Metall sind und dann so diese Büroklammern, die dann noch mit so einem bunten Plastik ummantelt sind in verschiedenen Farben. Okay, which ones do you like better? Welche mögt ihr lieber? Yeah. If you're like me, I like the plastic ones that are different colors and are really pretty. Also ich mag am liebsten die farbigen, also die verschiedenen Farben mit dem Plastik drumherum. So whenever I have to give some papers to somebody else that require a paper clip, I always put the metal paper clip on that I don't like to give to the other person and save the nice, pretty paper clips for me. Also das ist dieses embarrassing, also dieses beschämende Beispiel, dass es, wann immer sie also irgendwas mit so einer Büroklammer zusammen machen muss und dann jemand anders weitergeben, dann nimmt sie die aus Metall sind und sie hortet die schönen bunten dann für sich selber. Yeah, it's stinginess, isn't it? Over paperclips. Yeah. Geiz in Bezug auf Büroklammern. Yeah, they say that the Buddha, you know, was trying to teach one old lady generosity, and he did it by giving her, I think, like a carrot, something like that, and she had to give it from one hand to the other, and to just practice giving. I think sometimes I must be her incarnation. Because it's so difficult for me to get it. This I can manage, giving it to myself, yes. But to give it to somebody else, I might need it if I give it away. Es gibt diese Geschichte, dass der Buddha eine Dame Großzügigkeit lehren wollte und er hat ihr dann zum Üben eine Karotte oder irgend sowas gegeben und sie musste einfach nur üben, das von der einen Hand in die andere zu geben und damit das Geben zu üben, überhaupt erstmal an sich selber das zu geben. Ich muss sowas wie eine spätere Inkarnation dieser Dame gewesen sein, weil es mir so schwer fällt. Ich kann zwar so diese Sachen mir selber geben, aber wenn ich das dann mal an andere rausrücken soll, dann fällt mir das so schwer. Und es könnte ja sein, ich brauche es irgendwann. I stayed at one person's house once, because I have lived in a variety of situations. And her whole basement was full of cardboard boxes that she could not bear to give away, because she might need them one day. Yeah. Und ich habe einmal bei einer Person im Haus gelebt und diese Person hatte den ganzen Keller voll mit leeren Kartons. Sie konnte nicht ertragen, diese Kartons wegzugeben, weil es könnte ja sein, dass sie die mal braucht. You're not laughing. Ihr lacht. Do you have collections of old cardboard boxes in your basement? Sammelt ihr auch alte Kartons im Keller? That you can't bear to part with because you might need them one day? Könnt ihr die auch nicht weggeben, weil ihr sie vielleicht eines Tages brauchen könnte? Yeah. I save all sorts of little containers, you know? Like you finish the vitamin bottle. I'm really practicing now to recycle these things, to separate myself from empty bottles and containers that I'm sure if I give away I will need the next day. Yeah. Do you have anything like that that you hang on to? Also ich sammle sehr gern so diese Behältnisse von so kleiner Behältnisse, so Schachteln und so Schraubbehältnisse von vielleicht von Vitaminpillen oder sowas in der Art. Und ich übe das jetzt, die so immer wegzugeben und sie in den Recyclingmüll zu geben. Also obwohl ich eigentlich der Meinung bin, ich könnte sie den nächsten Tag wirklich brauchen. Vielleicht kennt ihr das ja in ähnlicher Art und Weise von euch. Ja. Yeah. So our mind is so funny, because sometimes we can be incredibly generous. Yeah, and other times it's like, you know, these, whatever they are, I don't know, but they're mine, you know, and I'm not going to share them with you. What are they?
Der Geist ist wirklich sehr, 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 sehr seltsam in dieser Hinsicht. Also manchmal sind wir so ungeheuer großzügig und dann bei anderer Gelegenheit, so mit den Bonbons, ich weiß nicht, was es ist, aber ich behalte es für mich selber und ich gebe euch da nichts von ab. Okay. But to tie our own deception, our theft, our miserliness with when we feel this incredible dissatisfaction, craving, neediness, you know, to see what the link is. There's a link there, isn't there? Und es ist so schwer, unsere eigenen Handlungen der Täuschung, des Diebstahls und des Geizes in Bezug zu setzen zu diesen Momenten, wo wir dieses starke Verlangen, diesen Durst, diesen Hunger, diese Gier danach haben. Das ist für uns sehr schwer. Yeah, and if we even talk about, you know, the physical hunger and thirst, it could also mean, you know, physically lacking not only food, but medicine, shelter, clothing, you know. And again, the link between lacking what we need to stay alive and our previous stinginess and deception and theft, you know, to really see the connection between those. Und wenn wir von physischem Hunger und Durst sprechen, dann kann das auch zum Beispiel der Mangel an Medizin, an Unterkunft, an den Notwendigkeiten des Lebens auch damit gemeint sein. Und diesen Mangel, den wir da erleiden, in Beziehung zu setzen, überhaupt erstmal zu unseren früheren Handlungen des Geizes, die wir aus Geiz begangen haben, das muss man erstmal hinbekommen. And so the last line here, you know, the way to purify this, to counteract it, is from now on, I will take all hunger and thirst upon myself. So here is the taking and giving meditation again. Und das als Reinigung, als Heilmittel dafür wird dann in der letzten Zeile genannt, von jetzt an will ich allen Hunger und allen Durst auf mich nehmen. Und da kommt wieder diese Meditation des Nehmens und Gebens, die schon gestern genannt wurde. Okay. And really, you know, thinking of that, people's thinking out of compassion, that we want to take on the actual hunger and thirst of people, let's say, in Nigeria or Somalia or South Sudan, where there's 4 million people that are threatened with starvation. You know, thinking of taking on their misery. Und das ist dann, wenn wir zunächst einmal daran denken, den Hunger und den Durst anderer auf uns zu nehmen, zum Beispiel an die Leute, an die Menschen in Nigeria, in Somalia, im Südsudan, die eben davon bedroht sind, stark bedroht sind, um das erstmal auf uns zu nehmen. And then thinking also of taking on the mental misery of people who are quite wealthy, but are continually dissatisfied and have a mind of poverty, feeling they need more and better, more and better. Und auch daran zu denken, dass man auf sich nimmt das Leiden, das geistige Leiden von Leuten, die materiell eigentlich sehr gut ausgestattet sind, aber die immer unter einem Gefühl des Mangels und einem Gefühl der Armut leiden, die irgendwie nie genug bekommen. Okay. So both these groups. Yeah, because both groups are poor. Yeah, you can have a lot of stuff and be very poor because your mind is in constant craving and dissatisfaction. So we're taking on the suffering of the people who actually physically lack the stuff, as well as the suffering of the people who mentally experience poverty. Und beide, die gerade genannt wurden, beide Gruppen, die gerade genannt wurden, die kann man beide als arm bezeichnen, weil eben man kann sehr viele materielle Dinge haben und trotzdem ja arm im Geiste sein, sagt man, glaube ich, auch im Deutschen. Und deshalb nehmen wir das beide Formen des Leidens in dieser Meditation auf uns, das körperliche Leiden, des physischen Hungers und Dursts und auch das geistige Leiden derjenigen, die arm im Geiste sind. Yeah, so with compassion we take it on. Think of this emerging from others as this filth and pollution, and then taking it into ourself as it comes into ourself. It's like a lightning bolt that hits at this
lump of our own self-centeredness, then our own stinginess, our own deception, and demolishes it. And then within that empty space at our heart, then with love, imagining transforming our body, possessions, and merit into whatever others need and sending it out to them and thinking that they are satisfied and peaceful. Mit Mitgefühl nehmen wir dieses Leiden, das gerade beschrieben wurde, auf. Wir stellen uns vor, dass dieses Leiden aus diesen Menschen austritt. Manchmal in Form, sagt man, von schwarzem Rauch oder irgendeiner verunreinigten Substanz, Flüssigkeit, irgendwas Schwarzes, Unangenehmes, Unreines. Und das nehmen wir freiwillig, das nehmen wir in uns auf. Und das verwandelt sich dann in eine Art, in so einen Blitz. Und wir stellen uns vor, dass alle unsere eigenen Negativitäten, unser eigener Geiz, unsere Tendenz, andere zu täuschen und so weiter, das ist so ein Klumpen in unserem Herzen. Und dieser Blitz zerstört diese Selbstsucht und diese Egozentriertheit in unserem Herzen und sprengt das und zerstört das. Und dann entsteht so eine Weite in unserem Herzen, so ein Raum in unserem Herzen. Und aus diesem Raum strahlen wir die Liebe aus als Licht. Und wir stellen uns vor, dass sich unser Körper, unsere Besitztümer, unser Verdienst verwandeln in das, was alle diese Lebewesen brauchen. Und das senden wir dann an sie aus und stellen uns vor, dass sie dadurch eben glücklich werden, dass sie dadurch alle ihre Bedürfnisse befriedigt werden. So in many of the thought training texts, you've probably read, you know, that you do this with your breath. You take with compassion when you inhale. You give with love when you exhale. But I think for us, until we become really proficient and really have deep compassion and love, it's better to do this meditation in a really slow way so that it produces some emotional change in us. Und in den Texten der buddhistischen Geistesschulung des Lojong wird auch immer wieder erwähnt, dass man diese Meditation mit dem Atem tun soll. Also das heißt, mit dem Einatmen atmet man das Leiden ein und dieses Geben, dieses Licht und diese Besitztümer mit dem Ausatmen atmet man dann aus, also in diesem Rhythmus. Vielleicht sollte man sagen, bevor man da wirklich Erfahrung mitgesammelt hat und auch ein tiefes Mitgefühl entwickelt hat, sollte man langsamer vorgehen. Und das Wichtige dabei ist, dass dabei ein wirklich emotionaler, ein gefühlsmäßiger Bezug zu dieser Meditation entsteht. Yeah, so that we really think about what would it be like to feel that kind of hunger and thirst? What would it be like to feel that intense dissatisfaction and craving? And am I courageous enough to actually take that on from other people? Yeah. I mean, this, if we do, to do this meditation properly, it must really challenge our self-centeredness. Otherwise, it's just, you know, oh, I take on the suffering of others. I give them happiness. Isn't it all wonderful? And our mind doesn't change at all. Und das ist dann halt wirklich deshalb notwendig, da einen emotionalen Bezug herzustellen, um das wirklich diese Erfahrung zu machen, um sich das vorzustellen, wie wäre es, wenn ich so tiefgehenden, so echten, starken physischen Hunger und Durst empfinden würde, wenn ich diesen Geist dieser ständigen Unzufriedenheit empfinden würde. Und sich auch zu fragen, hätte ich wirklich den Mut, das auf mich zu nehmen? Das ist wichtig, dass diese Meditation unsere eigene Ich-Bezogenheit auch herausfordert und in Frage stellt. Weil wenn das nicht passiert, dann ist das vollkommen an der Oberfläche. Und dann stellen wir uns so ein bisschen, ich nehme so ein bisschen das Leiden der Leute und ich gebe dann mein Licht zurück und das ist alles ganz wunderbar und so weiter. Und dann bleibt das komplett an der Oberfläche und es ändert sich im Geist nichts. Yeah, and similarly with the giving part, you know, are we really willing to give our possessions away so that other people can have what they need? Yeah. Or is this just Mickey Mouse visualization to make us feel better? Yeah. We need to really imagine that, you know. I'm going to take my most treasured possessions, you know,
in addition to my colored paper clips, but my treasured possessions, you know, and I'm going to multiply them and give them away. Yeah? Do we really want to do that? Or does our self-centeredness come up with, yes, but? Dasselbe gilt auch für den Teil des Gebens. Sind wir wirklich bereit, innerlich bereit, das alles zu geben, das herzugeben? Oder ist das auch wieder so eine Mickey-Maus-Geschichte, also so völlig an der Oberfläche? Wir müssen uns das wirklich vorstellen, dass wir uns vorstellen, unsere kostbarsten Besitztümer, das, was wir uns am liebsten ist, das wirklich herzugeben, also die Büroklammern und was man sonst noch so hat, das zu multiplizieren, zu vervielfältigen und das alles wegzugeben und sich wirklich zu fragen, will ich das wirklich? Oder kommt da der Egoismus wieder auf, die Ich-Bezogenheit und sagt, ja, aber. One time I was teaching a group and we were doing the perfection of generosity. So I asked people, you know, go home and between now and next week's class, look in just one closet or one chest of drawers and clean it out and give away everything that you don't use anymore. So that was their assignment. Well, the next week, yeah, the class came back and some people hadn't done the assignment. They couldn't bring themselves to do it. Somebody else did it. She found in a drawer, at the bottom of a drawer, a t-shirt that she forgot that she had. It was from a trip to Mexico she went on 10 years ago. Once she saw the t-shirt, which she didn't even know she had, she couldn't bring herself to give it away because it reminded her of the trip to Mexico. Yeah? Somebody else cleaned out their things. The box got as far as the front door, but no further. Somebody else's bags of things to give away got put in the trunk of the car, but not delivered to a charity. It was amazing how difficult this was for people, especially when they discovered things that they didn't even remember that they had and how they couldn't give them away. Yeah. Und ich habe einmal mit einer Gruppe, da ging es vor allem um die Vollkommenheit der Großzügigkeit. Und ich habe ihnen als Hausaufgabe damals gegeben, geht in einen eurer Schränke oder einen eurer Kommoden und macht die mal leer und sortiert das aus, was ihr nicht benutzt und verschenkt das. Und in der nächsten Woche, da kamen die Leute wieder und die Resultate, die waren so ganz unterschiedlich. Also eine Person, die konnte das überhaupt nicht über sich bringen, das zu tun, irgendetwas wegzugeben. Eine Person hat dann irgendwo in einer Kommode, ganz unten in der Schublade, ein T-Shirt gefunden, die diese Person an eine Reise nach Mexiko von vor 10 Jahren erinnert hat. Diese Person hatte total vergessen, dass sie dieses T-Shirt hatte. Und aber in dem Moment, wo sie dann dieses T-Shirt wieder gesehen hat, sie konnte es nicht über sich bringen, dieses T-Shirt, das sie vorher vollkommen vergessen hatte, dann wegzugeben, weil es sie an diese Reise nach Mexiko erinnerte. Dann eine andere Person, der hat die Sachen zwar in eine Kiste oder einen Karton gepackt, oder wird dieser Karton dann so bis an die Haustür getragen, an die Wohnungstür getragen, aber weiter ist sie nie gekommen. Wieder eine andere Person hat so eine Sack oder Kiste oder irgendwas, diese Sachen in den Kofferraum ihres Autos gelegt, mit der ursprünglichen Vorstellung, das irgendwie an eine Charity oder sowas zu geben, an Wohltätigkeit, hat es aber nie abgeliefert, es blieb im Kofferraum. Also es ist faszinierend zu sehen, wie man auf sowas reagiert und wie schwer es ist, etwas herzugeben. Und das Interessante ist dann vor allem, dass das vor allem anscheinend schwer mit Dingen waren, von denen die Leute vollkommen vergessen hatten, dass sie sie haben. Und in dem Moment, wo sie die wieder sahen, war dann auch dieses Anhaftung wieder da. Okay. So many of you do the 6-session Guru Yoga every day. You know, in it, we offer everything to our spiritual mentors. Then we offer everything to sentient beings.
But at the end, we're very glad that we get to keep it. Und manche von euch üben vielleicht dieses sechsfache Guru-Yoga jeden Tag. Und in dieser Praxis, da gibt man dann alle Besitztümer und alles weg. Und aber manch einer wird dann am Ende der Praxis froh sein, dass man das dann doch nicht in Wirklichkeit tun muss. Ja, so to really change our mind, these we have to really think about these meditations and what we're saying. And then, you know, look at that part in ourself that's going like this, you know, that doesn't want to let go. Und wirklich, um unseren Geist zu verändern, um etwas in unserem Geist zu verändern, müssen wir da wirklich tief drüber nachdenken und wirklich sehen und beobachten, wie sehr wir an diesen Dingen festhalten. And then slowly apply the Lamrim antidotes, so that we can begin to release this, you know, that we have on everything. Und dann, wenn wir das so festgestellt haben, dann die Gegenmittel anzuwenden, die im Lamrim genannt werden, um nach und nach diesen Griff, diesen festen Griff zu lockern. Okay. So I think we have a little bit of time for some questions and maybe answers. Wir haben wohl noch etwas Zeit für Fragen. Und vielleicht Antworten? Ja. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Es hat mich sehr inspiriert. Achso, soll ich schon sagen? Ich lasse die Zeit. Okay. First of all, thanks for all the explanations and the teaching, which was very inspiring for me. Und was mich jetzt sehr berührt hat und was mich beschäftigt, ist dieser Teil des Tongleng. Für die Menschen, die eigentlich viel haben, aber an ihrer Gier leiden. Mm-hmm. And which was very touching and very, very important for me and very inspiring was this part of Tonglen, which involves the taking the suffering from people which are materially very wealthy, yeah, but are suffering from this mental dissatisfaction, this craving. Und wenn ich mir das vorstelle, das will ich nicht machen. And if I try to imagine that, I don't want to do that. Weil ich mich über die ärgere, weil das genau die sind, die die Welt, die Ökologie in Ungleichgewicht bringen. Because I'm mad with these people, you know, I'm angry with these people, because these are the people who destroy our environment and destroy this planet. Mm-hmm. Yeah, we don't want to think that they also are suffering sentient beings. Right. Yeah, we form an opinion of them, a judgment, and that's all they are. And then we come to something like this of having to take on their suffering, and our judgment gets in the way of our compassion, doesn't it? Ja, was wir eben sehen oder manchmal eben nicht sehen wollen, ist, dass auch diese Menschen sind fühlende Wesen, die leiden. Und aber wir bilden uns da ein Urteil über diese Menschen. Wir packen die in eine Kategorie und das ist dann das Urteil, das ist dann alles, was diese Menschen für uns ausmacht. Und wenn wir dann damit konfrontiert werden, dass wir Mitgefühl sozusagen gegenüber diesen Menschen aufbringen sollen, dann steht uns genau dieses Urteil, das wir gefällt haben, im Wege, steht unser Mitgefühl im Wege. Ja. But imagine that if you take on their greed, then they're free of it. Then will they be destroying the environment after that? Und wenn man sich aber vorstellt, dass man die Gier dieser Leute auf sich nimmt und sie davon befreit sind, würden sie dann, wenn sie wirklich davon befreit sind, dann immer noch die Umwelt zerstören? Ja. Ist das dann eine Frage, dass ich das nicht kann, will, dass mir einfach das Vertrauen in das Prinzip, in den Dharma fehlt? The fact that I have problems doing that, taking that on upon me, is that a sign of that I don't have enough faith in the Dharma? I don't know. That you have to look in your mind and see if that's part of it, or if it's fear or anger. You have to look in yourself. What is it that's blocking that?
Also ich weiß das nicht, ob das der Fall ist, aber da muss man selber dann den eigenen Geist prüfen und schauen, ist das ein Teil der Begründung? Ist es vielleicht Angst? Ist es Zorn? Muss man selber prüfen und für sich selber schauen. Okay. Good. But good observation on your part. Eine sehr gute Eigenbeobachtung. So, I simply have too many questions. Good, that means you're thinking about things. Probably I should start with the first one. Is your thought about lying? But let's take the example with application, applying for a job. Mm-hmm. So from your point of view, people are trying to say, for example, they are white lies, for example, turning something bad into a white lies. But is it not as how you see the things? I would say that the selective truth. Oh, like alternative facts? Yeah. Right. Oh, good. Thank you, Kellyanne. But is it some... I mean, we let the translator to translate that first? I try, if I understand it. Also ich, so wie ich das verstanden habe, geht die Frage, also es gab ja auch den Bezug zum Lügen bei dem Deceit, also bei dem Betrügen, Täuschen, auch Lügen, und da wurde auch der Bezug zur Jobbewerbung hergestellt, und ob man da nicht dann, weil wenn sich Leute so beschönigend darstellen, ob man da nicht so diesen, es gibt diesen Ausdruck der weißen Lügen, der White Lies, oder und er nannte den Ausdruck selektive Wahrheiten, der dann gekontert wurde mit dem schönen Ausdruck der alternativen Wahrheiten, die wir jetzt aus den USA auch sehr schön kennen. So the question is it something really, is it not from your mind how you see things? Am I try to lie, or I'm not telling everything? Okay. Is it something different between that? Also die Frage ist jetzt, wenn ich das jetzt von mir selber, aus meiner eigenen Warte betrachte, ist das, gibt es da nicht irgendwie einen Unterschied zwischen tatsächlich aktiv eine Lüge zu erzählen oder nicht die ganze Wahrheit zu erzählen? Yeah. There's a difference between them. Somebody may ask you a simple question, and it doesn't mean you need to relate the whole long story. You tell what's important to it, okay? But you're telling the truth, you're just not giving the whole long thing, because that's really not necessary. And that's different than in your mind not wanting someone to know something and so covering it up. Yeah, those are different. Okay. Es gibt hier schon einen Unterschied. Wenn man eine ganz einfache Frage gestellt bekommt, dann muss man ja nicht unbedingt die ganze Hintergrundgeschichte endlos darüber ausbreiten, sondern man antwortet einfach kurz und aber wahrheitsgemäß auf diese Frage. Und der Unterschied dazu ist zum Beispiel, wenn man einfach in der Form antwortet, dass man genau weiß, man will nicht, dass jemand etwas Bestimmtes weiß. Man deckt irgendetwas bewusst zu, man verdeckt etwas, verschleiert etwas bewusst. Das ist ein Unterschied. Okay. So, second question before I pass the microphone to somebody else. So, coming back to your T-shirts, example, is it not actually the memory you have to something materialistic that you, which leads you to a problem to giving it away? For example, I have tons of T-shirts in my cupboard from my mom. Mm-hmm. So she travels somewhere and bought something and give it to me. Mm-hmm. So I never wear it. This is just there. Is it a question, because giving it away is somehow, I would not say disrespect, but somehow, because she gave it to me with love. Should I give it away to somebody else? Mm-hmm. And this is something, it's more attachment. You bind something with that T-shirt or whatever. Yeah.
So is it something we should practice to give it away and say, okay, this is detachment is the, you know what I'm trying to? Yeah, yeah, I get what you're trying to say. I don't say. Know, why, uh-huh. Is it difficult? I'm not really, but I'm trying. Okay. I mean, ich kann das versuchen auf Deutsch zu. Ich versuch's mal. Also, okay. Also die Frage war hier, es bezog sich auf dieses Beispiel mit den T-Shirts und mit dem Weggeben in dieser Gruppe und das auch diesen Bezug, dass man das T-Shirt, das man eigentlich schon vergessen hatte, deshalb nicht weggeben möchte, weil es sozusagen einen materiellen Bezug zu der Erinnerung darstellt. Also das ist quasi eine Materialisierung der Erinnerung, die man damit verbindet. Und das Beispiel war jetzt hier, dass der Herr sehr viele T-Shirts seiner Mutter hat, die sie von Reisen ihm mitgebracht hat, die eigentlich nur im Schrank liegen. Und dass damit eigentlich, wenn man das jetzt, eigentlich werden sie gar nicht gebraucht in dem Sinne, aber eigentlich empfindet er eine Form von Disrespekt, also von Respektlosigkeit gegenüber der Mutter, weil das ja Geschenke sind, die mit Liebe mitgebracht wurden. Und so soll man dann sozusagen jetzt hier sie trotzdem weggeben? Oder wo, das ist die Frage, ja. Glaube ich. Yeah. I think I got it right. Yeah, so things are of sentimental value because we impute meaning on them. Mm-hmm. Okay. My mother gave me these flowers, so therefore they have love inside of them. And if I give these flowers away, it's I'm rejecting my mother's love and my mother's generosity. This is the way our mind looks at it. Do these flowers have love in them? Yeah? If I'm clinging onto these flowers and you don't know that my mother gave them to me and I'm sitting there like this, you know, what are you going to think? Like, why is she so attached to a bunch of flowers? I mean, that's all they are. So this kind of sentimentality is very much coming from our mind of attachment that we project onto objects. Well, translate that first, then I'll. Dass diese Dinge, denen wir einen sentimentalen Wert beimessen, das ist ja, wir weisen diesen Dingen einen künstlichen Wert, diesen sentimentalen Wert zu. Wenn man also zum Beispiel sagt, nehmen wir an, diese Blumen wären ihr von ihrer Mutter geschenkt worden. Und weil jetzt da die Blumen von der Mutter kommen, dann ist sozusagen in den Blumen die Liebe der Mutter enthalten. Und wenn wir jetzt die Blumen weggeben würden, dann würden wir damit quasi die Liebe der Mutter zurückweisen. Das ist so, wie unser Geist das projiziert. Aber man muss sich halt mal wirklich dann mal genau fragen, wenn man in diese Blumen mal reinschaut, ist da jetzt wirklich die Liebe der Mutter drin? Eigentlich sind es ja nur Blumen, das ist alles. Und es käme ein, wenn man nicht wüsste, dass das Blumen sind, die von der Mutter geschenkt worden sind. Und man würde dann so da und diese Blumen dann so an sich klammern, dann würde einem das als Außenstehenden doch ziemlich komisch vorkommen. Und es ist schon so, dass diese Sentimentalität, die kommt aus einem Geist, der mit Anhaftung zu tun hat, ja. Yeah. So this is all coming from our mind. Realtors often say that the person selling the house, you know, the house they lived in, sees its value much higher than the person who's thinking of buying it, because the owner has projected all this meaning on the house. You know, oh, this is the room where we had a Christmas party, and this is the room where this. And of course, the buyer has no sentimentality and doesn't want to pay for the sentimentality of the owner because the house really isn't worth that much. Also es ist schon etwas, was aus unserem Geist kommt und man kennt das von Immobilienmaklern, die feststellen, dass wenn der Wert eines zu verkaufenden Objekts, eines zu verkaufenden Hauses von dem Verkäufer
oft sehr viel höher eingeschätzt wird als von dem potenziellen Käufer. Weil der Verkäufer, der rechnet sozusagen unbewusst diese ganzen Erinnerungen, den ganzen sentimentalen Wert in den Preis dieses Hauses ein. In dem Raum haben wir Weihnachten gefeiert und im Raum dieses und so weiter. Und der potenzielle Käufer, der möchte ja nicht für die Sentimentalität des Verkäufers mitbezahlen. Also der schätzt dann irgendwie spontan den Wert eines solchen Hauses geringer ein, weil nicht diese Sachen, diese künstlichen Sentimentalitäten noch mit dran hängen. So to really give a gift and to really receive a gift, we have to break through all this projected stuff on the object that the object doesn't really contain. Und um wirklich ein Geschenk wirklich zu geben und auch zu empfangen, müssen wir durch diese ganzen Projektionen auch durchbrechen. Die müssen wir beiseite lassen. For example, one time in India, I made some book covers for my teacher. I bought some brocade, I stitched it all in hand, made these beautiful brocade book covers, you know, and I went in and offered these to my teacher. And then after my appointment, I left. The next appointment, one monk came in, and when he left my teacher's house, he was carrying the book covers that I had offered to my teacher. My teacher has no attachment to any of this stuff, you know. And from my side, it was like, once I gave it, it's totally his. It does not have inside of it, inside the fabric, you know, some kind of devotion and faith such that if he gave it away, he doesn't value my gift or value me. You know, it has none of that stuff. Okay, he's practicing generosity. And isn't that wonderful that I gave him something that he could practice generosity with? Und das Beispiel kann ich nennen von mir selber aus Indien damals. Da habe ich Buchhüllen für meinen Lehrer selber angefertigt. Also ich habe den Brokat gekauft und ich habe sie mit der Hand genäht und habe sie dann meinem Lehrer als Geschenk überreicht. Und ich hatte dann eben diesen Termin bei meinem Lehrer und dann bin ich raus und dann kam der nächste rein. Und dann habe ich gesehen, wie diese nächste Person, dieser nächste Besucher dann aus diesem Termin wieder aus dem Haus kam und er hatte als Geschenk genau diese Buchhüllen, die ich gemacht hatte, selber mitbekommen. Und ich konnte das damals in einen Geist wirklich geben, dass ich dieses Geschenk meinem Lehrer gegeben habe, aber nicht damit sozusagen verbunden habe, dass meine Hingabe an den Lehrer quasi im Brokat enthalten ist oder irgendwas, sondern in dem Moment war wirklich diese Buchhülle für meinen Lehrer und er konnte damit machen, was er wollte und dass er sie dann völlig ohne selber daran anzuhaften auch gleich an den Nächsten weitergeschenkt hat. Das war dann auch völlig okay. Das war dann, hatte nicht damit zu tun, dass zum Beispiel mein Lehrer eben jetzt meine Buchhüllen nicht geschätzt hat und die nicht gemocht hat oder so. Das ist ja dann eine Projektion. Okay.